Standard zu dem Skillist am Start heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es einige sehr interessante Informationen. Und zwar, es gibt nicht nur eine kostenlose Pickaxe, sondern viele von euch da draußen werden auch richtig viele V-Bucks zurückbekommen haben. Wieso V-Bucks verteilt worden sind, kostenlose V-Bucks und wie viel unter anderem ich bekommen habe. Nämlich, Leute, ihr werdet es nicht glauben, wie viele V-Bucks mir Epic Games geschenkt hat. Es ist der pure Wahnsinn. Dann gibt es auch gleichzeitig die ersten Informationen zu der Season 4. Und zwar in diesem Video erfahrt ihr den offiziellen beziehungsweise den ersten Termin, wo die Season 3 endet und wo auch gleichzeitig dann die Season 4 starten wird. Alle Infos gibt es in diesem Video, falls ihr noch auf dem Kanal seid. Lasst gerne wie immer ein kostenloses Abo da und Ehrenmänner. Trage mich wirklich, Leute. Supportet doch gerne Stani als Support Creator. Würde ich mich sehr darüber freuen. Kommen wir aber erstmal zu der ersten Sache, die jetzt eigentlich auch schon bestätigt worden ist und die wir auch nicht mehr in der Season 3 erhalten werden. Und zwar, wir haben es schon in den letzten Tagen öfters mal thematisiert. Und zwar, es wird ein riesengroßes Phishing-Update am ersten Season 4-Tag geben. Also darauf können wir uns schon mal einstellen. Mit der Season 4 werden definitiv direkt am ersten Tag die neuen großen und die ganzen neuen Fische verfügbar sein. Ich habe euch ja schon einige eingeblendet. Ich werde euch immer noch einige einblenden. Da heißt unter anderem der eine Fisch, Kevin, der Fisch sozusagen, und dennoch ein Schildfisch ist dabei. Sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus. Dieses Angel-Update wird wirklich, ich sag euch, das wird uns flashen. Das wird so viel werden. Purer Wahnsinn. Dann, was auch zu einem großen Prozentsatz direkt auch am ersten Tag der Season 4 verfügbar sein wird, ist unter anderem die Dragon-Schrotflinte. Die Dragon-Schrotflinte ist schon seit Ewigkeiten in den Datenfiles drin. Viele Leute fragen auch regelmäßig, wann sie denn endlich mal wieder, wann die jetzt endlich reinkommen, beziehungsweise wann gibt es endlich diese neue Schrotflinte. Und die Leaker und die ganzen Leute, die die Infos verteilt haben und auch schon in den Datenfiles gesehen haben, ich werde euch hier nochmal alle Stats einblenden, sind sich einig, wir werden die Dragon-Schrotflinte erst mit der Season 4 erhalten. Dann... Oh, 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 oh. Gibt's auch neue Infos, und zwar... Fortnite hat jetzt euch nochmal daran erinnert, ihr sollt euch den Regenschirm freischalten. Und zwar den Regenschirm, den ihr quasi euch in der Übersicht konfigurieren könnt. Den solltet ihr euch jetzt freischalten können. Nämlich in der nächsten Season wird das Ganze nicht mehr möglich sein. Und das wird, so wie der Maya-Skin, die letzte Chance sein, in dieser Season euren eigenen Regenschirm zu erstellen bzw. zu customizen. Deswegen, Leute, schaltet lieber euch nochmal alle Herausforderungen. Frei. Nämlich in der nächsten Season 4. Digga, diese Dinger nerven mich. Ich sag euch, diese Alarmanlagen, das sind die schlimmsten Dinger überhaupt. Warum geht das Tor nicht auf? Karte vergessen. GG, lost. Einfach nur lost. So, ja, und viele werden sich jetzt fragen, wann wird denn jetzt offiziell die Season 4 reinkommen? Und zwar offiziellen Statement haben wir hier von Fortnite noch nicht bekommen. Aber die Leaker gehen davon aus, da Epic Games sehr, sehr weit ist, was die Entwicklung angelangt. Also ich glaube, die haben schon auf den Testservern aktuell den Patch 14.10 raufgespielt. Und das heißt... Sie haben quasi die, also den Anfang der Season 4 schon fertig und sogar das erste große Update zu der Season 4 ist auch schon fertig. Also sind hier extrem im Vorlauf und deswegen sind sich die Leaker hier eigentlich einig, dass die Season pünktlich starten wird. Es wird keine Verschiebung nach hinten geben und der Starttermin wäre dann sozusagen der 27. August, wo wir offiziell bzw. wo die Season 14, Season 4 in Fortnite starten wird. Also solltet ihr euch den Tag schon mal frei halten. Da wird es nämlich sehr interessant werden. Und dann habt ihr es wahrscheinlich alle mitbekommen. Ihr habt euch in Fortnite eingeloggt und habt erstmal eine kostenlose Pickaxe bekommen. Diese kostenlose Pickaxe
werden viele von euch schon wissen, ist ja mit dieser 20% günstiger V-Bucks-Aktion in Verbindung, um das Ganze zu feiern. Hat Fortnite sich nicht lumpen lassen und hat hier direkt noch eine schöne Pickaxe mit rausgehauen. Und jetzt, das war es aber nicht gewesen, und zwar für alle Shop-Einkäufe in den letzten 30 Tagen, so wie ich das verstanden habe, erhaltet ihr quasi die V-Bucks, also diesen 20% Discount zurück. Und da sind natürlich absurde Ja, ich habe eine goldene Skala, die trifft nix. Digga, beruhigt euch mal. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wie viele V-Bucks ich zurückbekommen habe. Und zwar, ich werde euch hier das Bild einblenden, als ich mich in Fortnite eingeloggt habe. Ich bin ehrlich, Alter, ich dachte, das ist ein Bug. Ey, ich sag euch ehrlich, diese goldene Ska ist ja maximal ein Witz geworden. Was ist mit der goldenen Ska? Das trifft ja gar nichts mehr. GG. Also könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber das ist ja maximal lost gewesen. Und ich habe insgesamt 11.300 V-Bucks zurückbekommen. Das ist wirklich geisteskrank, man muss das sehen. Ich habe schon sehr, sehr viele Items aus dem Itemshop gehabt. Und hier habe ich jetzt nochmal eine richtig deftig, kräftige Nachzahlung bekommen. Also sag ehrlich, Max, die Ska ist maximal lächerlich. Es ist unspielbar, die Waffe geworden. Ich spiele nur noch mit MP. Bringt ja gar nichts mehr, das Ding. So, er soll jetzt schon hier mit der Zone reinkommen. Dann hatten wir uns auch schon angeguckt, und zwar zu der Season 4. Das ist sehr interessante Leaks schon zu den neuen Skins gibt, und dass anscheinend irgendwie Marvel wieder eine zentrale Rolle der neuen Season darstellen soll. Na, komm doch raus! Ja, vorbei. Vorbei, einfach. Ja, komm mal schön her hier, dann kann ich noch den Loot mitnehmen. Ihren Mann läuft doch schon aus der Zone. Ja, komm zu Papi, komm zu Papi. Ey, dich abhauen, Kollege. Was soll denn das hier? Dann gibt's noch einen sehr interessanten Leak, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Und zwar, es wurde ein Skin entschlüsselt. Und bei diesem Skin, also dieser Entschlüsselung, werde ich euch hier mal einblenden. Ihr werdet wahrscheinlich nicht viel drauf erkennen. Aber haltet euch fest, und zwar der? Was macht der? Macht der, will mich austanzen oder was? Okay, er wanted gewesen. Deswegen hat er so defensiv gespielt. Jedenfalls dieser Skin, dieser Umriss, das wird. Also, Leute, aus der letzten Season 3 wurde dieser Skin auch schon vorher geleakt. Es wurde quasi auch ein Skin aus den Datenfiles entschlüsselt. Und dabei hat es sich damals um Jules gehandelt. Und Jules ist ja quasi der Tier 100 Skin. Und ist es eventuell der Tier 100 Skin von der nächsten Season? Ist es der Special Skin oder sonst was? Also, das ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Epic Games teased hier in den letzten Tagen schon wieder so einige sehr interessante Sachen an. Dann wichtig, und zwar heute, morgen ist es noch möglich. Und zwar, ihr habt die Möglichkeit, euch die Avengers Pickaxe kostenlos freizuschalten. Also die gleiche Pickaxe, die ich hier gerade auch habe. Und zwar, diese Pickaxe könnt ihr euch jetzt in der Open Beta auf der PlayStation zwischen den 14. und 16. downloaden. Ihr müsst die Open Beta spielen, müsst die 3 Harm-Challenges machen, was ich schon 10-mal in den Videos erklärt habe. Und dann bekommt ihr kostenlos
die Pickaxes und ich fühle mich gerade wie in GTA. Ich bin hier mit einem Helikopter, fliegt den hinterher und die hauen einfach mit dem U-Boot ab. Was soll denn das für eine Sache hier, ey? Jungs, bleibt doch jetzt mal stehen hier. Die Sache muss geklärt werden. Dann in den Datenfiles auch sehr interessant sind zwei High, also sind nochmal neue Informationen zu dem Hightower-Event aufgetreten. In den nächsten Tagen wird es am Himmel, ja, welcome back, Leute, es wird einen Riss am Himmel geben. Und dieser Riss wird irgendetwas machen. Nämlich dieser Riss wird einen neuen Gegenstand erscheinen lassen. Und dieser Gegenstand wird ein Krater sein. Dieser Krater wurde jetzt auch schon... in den Datenfiles gefunden. Werde ich euch alles hier mal einblenden, wie das aussieht. Und was die Leaker dazu geschrieben haben. Sehr interessant. Was wird das für ein Live-Event sein? Also ich habe keine Ahnung, was wird es. Wird es ein kleines Live-Event sein? Jedenfalls, viele warten auch schon sehnsüchtig auf die Infos zu einem neuen Live-Event. Weil eigentlich war es ja jede Season, glaube ich, jetzt seit Season 4 oder Season 5 so gewesen, dass es am Ende der Season ein Live-Event gibt. Und man muss echt sagen, das aktuelle Event, das da ist... Fortnite sehr, sehr bedeckt. Also entweder wird es was Geisteskrankes oder schlichtweg, wir bekommen einfach kein Event. Kann ich euch aber dazu auch noch keine genauen Infos geben. Ey, die goldene Scar ist einfach so eine Schmutzwaffe geworden. Also entweder buggt das hier rum. Ich spiele jetzt mal seit 2 Tagen wieder Fortnite. Okay, also er ist auf jeden Fall der Beste. Ich will mich nicht lustig machen, ich bin auch nicht gut im Bauen, aber besser als er bin ich auf jeden Fall. Hau rein. Okay, er ist One-Hit. One-Hit-Wonder. Komm her, cool. So. Oha. Bruder, was hast du denn da für ein Amphibienfahrzeug, hä? Boah, es wird mich nerven. Schön noch die Marodeure hinten im Rücken. Gar nicht lecker. Übrigens haben sich auch einige Leaker dazu ausgesprochen, das fand ich auch sehr interessant, dass sie sich sicher sind, dass es in der nächsten... Oder was ist denn das gewesen, diese... Benzinkanister. Ich sag euch ehrlich, da müsst ihr aufpassen, machen immer so viel Damage. Hä, wo ist der Typ denn? Ganz, ganz brutale Geschichte. Einige Leaker, wir hatten ja uns das Comic angeguckt, das Marvel-Comic, das es auch in der nächsten Season 4 geben wird. Und es gibt die ersten Infos, oder die Leaker bestätigen das vorsichtig, dass es wahrscheinlich wirklich Thor und Spider-Man als Skins in der nächsten Season geben wird. Meiner Meinung nach geisteskrank, Leute. Thor, Spider-Man, sehr, sehr krass, wie man sich die freischalten kann. Hundertprozentig wahrscheinlich wieder als Secret Battle Pass Skin durch verschiedene Challenges, die man dann wieder absolvieren muss. Würde ich extrem feiern, aber ansonsten würde diese ganzen Marvel-Teasers, die wir in den letzten Wochen bekommen haben, gar keinen Sinn ergeben. Ist halt so One-Hit, ne? Er ist halt echt, also One-Hitter-mäßig geht's gar nicht mehr. Mehr One-Hit geht hier nicht. Es geht One-Hit mehr. Ja, er denkt auch, er ist ein freier Delfin. Kurz mal gezeigt, wer hier der Big Baba Boss ist. Was werden wir jetzt Season 3 noch erwarten? Also es sieht danach aus, Leute, alles, was jetzt Season 3 noch erscheinen wird, wird definitiv nicht, also nicht geil sein. Also es wird auf jeden Fall nichts Krasses mehr sein. Also wir werden jetzt, glaube ich, nicht, dass wir in den nächsten Wochen noch eine neue Waffe erhalten werden. Es wird, eigentlich müsste es jetzt am Dienstag noch ein weiteres Update geben. Mit neuen Inhalten. Aber ich habe schon die Befürchtung, Leute, dass die Inhalte sehr, sehr mager bzw. klein ausfallen, weil Fortnite, so ist es auch auf den Testservern zu sehen, sich aktuell maximal auf die Season 4 fokussiert und hier schon
echt richtig, richtig weit ist, muss man sagen. Also ich glaube, Leute, die Season 4 wird geisteskrank. So im Vorfeld, so krass an neue Season, hat Fortnite bis dato, seitdem ich Fortnite spiele, also seit Anfang an. Das war mir doch ein bisschen zu wild gewesen. Noch nicht gearbeitet. Deswegen klingt das echt sehr interessant, was wir hier erwarten können. Auch mit den ganzen Marvel-Leaks, Leute. Ich bin gehypt. Ich bin echt gehypt. Vielleicht könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir die... dass in der nächsten Season die mythischen Bosse irgendwie die Marvel-Helden sein könnten oder so. Das wäre geisteskrank. Überlegt euch mal. Und dann kriegen wir von den Marvel-Helden die mythischen Waffen, die wir dann killen müssen an verschiedenen Orten. Würde ich extrem feiern. Bin ich extra. Aber das Problem, das einzige Manko, das ich finde, Leute. Ich finde halt, also diese Marvel-Kooperationen, die sind geil und so. Aber ich sehe mit der Story gar nicht mehr so richtig durch, was überhaupt die Story, was Aquaman und so alle damit zu tun haben. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen random. Ich würde auch gerne die Story von Fortnite so ein bisschen besser verstehen, dass mehr zur Story hinzugefügt wird. Okay, okay, okay. Ich brauche ein bisschen Life. Komm. Jetzt her, Digga. Ja, du denkst auch, dass ich jetzt pieke oder was? Komm noch her. Ey, ich muss sagen, ich merke es, Alter. Zwei Tage kein Fortnite gespielt, das war echt ein bisschen raus mit dem Bauen. Ich fühle mich teilweise echt ein bisschen lost, muss ich auch sagen. Aber das Gute ist, ich weiß nicht, ob das euch auch schon mal aufgefallen ist, wenn man mal wirklich mal ein bisschen Fortnite-Pause macht, bekommt man direkt schlechtere Gegner, weil man im Matchmaking... deutlich runtergeht. Was war das denn gewesen? Er spielt nicht. Ich treffe mit der goldenen Scar nix. Er spielt mit der epischen Scar und ist auf einmal und gibt mir Double Headshot. Also sorry, Leute. Das war's gewesen. Ich hoffe, euch haben die Infos gefallen. Stani als Supporter Creator gerne eintragen. 5 Skills haben wir trotzdem, mal ist in Ordnung.